Hallo Freunde, hier ist wieder euer Sure Talk. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Dying Light 2. Ja, ich weiß, das Spiel ist schon ein paar Tage auf dem Markt, aber ich wollte erstmal ein paar Updates abwarten, bis die sogenannten Kinderkrankheiten vorbei sind. Wir spielen jetzt die aktuelle Version 1.9.4. Natürlich die Deluxe Edition inklusive Vorbestellerbonus. Wir werden uns also im Spiel das eine oder andere Item freischalten können. Werdet ihr alles sehen? Ich würde sagen, lasst uns einfach reingehen. Abfahrt. Let's go. Hier haben wir ja schon richtig die Zombies in den Hacken. Das geht ja schon gleich los. Uiuiui, das war aber knapp. Aber die ganzen Zombie-Heinis, die sind natürlich nicht intelligent genug, um hier rüber zu kommen. Die stürzen einfach in die Tiefe. Du hast immer noch drauf. Na, früher hat das Spiel mehr Spaß gemacht. Früher warst du noch jünger. Und dümmer. Immerhin bist du noch genauso schnell. Denn ein langsamer Pilger... Ein toter Pilger. Ja, ja, ich weiß. Komm hoch, ich will dir was zeigen. Ah, der gute alte Spike. Wir werden uns auf den Weg zu ihm machen. Gut, Steuerung ist im Prinzip wie damals. Muss man sich natürlich nur mal kurz wieder reinfuchsen. Hey Spikey, wo bist du? Hier oben irgendwo? Scheiße, Mann! Du bist immer noch ganz schön... Spikey? Warum hast du nicht weitergeredet? Na, ist egal. Komm, Spike. Fass mal kurz mit an. Ah! Ich dachte, da komme ich rüber. Spike, ich bin schon da. Greif mal ein bisschen mit zu. Danke. Schön, dich zu sehen, Spike. Wie lange ist das her? Viel zu lang. Aber werd jetzt nicht sentimental. Ja, wo gehen wir Spike hin? Wirst schon sehen. Es ist unglaublich. Was ist unglaublich? Die meisten Pilger schaffen keine 2-3 Jahre auf der Straße. Du bist jetzt schon 4 Jahre da draußen. Und noch immer am Leben. Tja, für die Zeit vergeht. Klar, aber ich bin ja auch der Hammer. Na klar, stimmt. Echt jetzt. Ich wünschte, ich hätte deine Energie. Hast du eine neue Spur zu Jane? Na, nach New Paris blieb sie verschwunden. Wo bist du lang? Durch Baines oder Gary? Durch Baines bin ich. Schau mal, Aiden. Ein Bienenstock voller Honig. So eine Gelegenheit lässt man dich aus, oder? Ach, sollte ich so einfach... Auf keinen Fall. Sieh dich um. Wenn wir Glück haben, wächst ja auch Camilla. Hier ist noch ein Bienenstock. Nehmen wir mit, kann er nicht schaden. Das dürfte schon Camilla sein. Jo, das ist auch... Stängelchen können wir noch gebrauchen. Das müsste reichen. Jo, das glaube ich auch. Spikey, willkommen. Erinnerst du dich an die alte Kräuterfrau, die wir in ihr Dorf zurückgebracht haben? Oh ja, die mit diesem Sprichwort, Kamille und Honig immer schön aufheben. Zusammengemischt bleibst du damit am Leben. Ah, die guten alten Sprüche. Mensch, der liegt auch ein Tempo vor. Aber es wird auch schon bald dunkel. Vor Einbruch der Dunkelheit sollten wir in einem sicheren Versteck sein. Das ist es. Komm schon. Die Tür macht hier keiner zu? Na gut. Du Spike, mit der Tür da. Wow. Da hatte mal jemand eine nette Hütte.
Spike, die Tür ist doch nicht auf, oder? Abgeschlossen. Ich versuch's hier. Geh du zur Hinterseite. Nimm alles mit, was seine Tür auf. Klar. Okay, hinter der Wand. Mal von der Seite rein, würde ich vorschlagen. Ach, guck, hier ist doch schon was offen. Ja, guten Eindruck. Dieser Instinkt ist ganz nett. Damit können wir wirklich sehen, wo wir sind. Auch wenn sie nicht schon irgendwelche Zombies unterwegs. Uns fehlt es noch an allen. Wir werden erstmal alles einsammeln, was wir hier so finden können. Na, hier ist nichts. Aha. Schade. Seife. Oh, nicht mehr so frisch die Zeitung. Jetzt fliegen hier. Party. Aber bis dahin hatte der GRE doch längst die Kontrolle über das Virus verloren. Das ist ja genau heute. So ein Zufall. Aber ich schätze mal, da steht immer das Datum von dem Tag, wo man spielt. Ah, ist schon spooky hier, ne? Warte eigentlich drauf, dass jemand mit dir noch so... Ja, geht schon los. Ein Zombie um die Ecke gekommen. Was zum... Ja, ja, noch alles gut hier. Ja, nur Ratten. Zeit, dass sich unsere Wege trennen. Warum? Ich mache mir langsam Sorgen um dich. Und du kennst unser Motto. Sorgst du dich um jemanden, wird es Zeit zu gehen. Spikey. Von mir aus kannst du gerne ein bisschen bleiben. Tja. Da ist er weg. Kann ich hier noch irgendwas aufnehmen? Ach, guck mal, hier ist noch ein bisschen was. Harz. Sicherlich gebrauchen. Ruhe auf. Weiß, auch nicht verkehrt. Da ist nur der Türgriff. Hier ist nichts. Schade. Stofffetzen. Können wir sicherlich auch gebrauchen. So, Spikey, wo bist du denn hin? Spikey? Was hast du denn da? Mal weiter. Das sollte damals wohl Kunst sein. Ja. Irgendwas wurde da gepinselt. Komme ich da hin? Aha, da ist der Tisch, genau. Das sieht hier aus. Ich frage mich, wie der Wein damals geschmeckt hat. Plattenspieler hier. Who do you voodoo? Klingt vertraut. Für mich ist das hier noch die Ruhe vom Sturm. Hier wird bestimmt noch irgendwas passieren. Kann man nicht vorstellen, dass wir hier so smoothig in die Story reinkommen. Aber selbst wenn, soll mich nicht stören, könnte ich doch mitleben. Die Zombies werden ja noch früh genug auftauchen. Bist du doch, oder? Ja, puh. Ich dachte schon. Wir sammeln erstmal alles ein, was wir hier finden können. Wir unterscheiden anscheinend in graue Sachen, grüne Sachen und rote Sachen. Nada. Null. Interessant. Sicherlich nach Wertigkeitsstatus. Können wir die Tür aufmachen? Ja, können wir. Oha, hier ging ja wohl mal eine Party. Allerdings, ja. Mal die Getränke wohl schon abgelaufen. Mann, das sieht ja hier aus. Schönen Sessel. Sorry, Dave, goodbye. Okay. War wohl eine Abschiedsparty. Das zerreißt mir das Herz.
Das Ende der Welt feiert man am besten mit einem rauschenden Fest. Na, die wollten selbst bestimmen, wie sie sterben. Hoffen wir, dass wir auch so viel Glück haben. Aiden, ich sehe oben nach. Schau du dir mal den Garten an, okay? Okay. Die ganzen Fliegen hier. Das muss ja ein bestialischer Gestank sein. Boah. Dass hier ein bisschen Frischluft ist, ne? Was haben wir hier noch Schönes? Ah, das sind bestimmt die beiden hier auf dem Sessel, ne? Das ist bitter. Immerhin hatten sie einander. Ja. Aber das war's dann auch. Und du hier unten? Hast auch schon bessere Tage gehabt. Sie hatte Klasse. Weiß zwar nicht, woran du das jetzt erkannt hast, aber wenn du es hast. Sieht hier echt aus wie so eine Abschiedsparty für alle, ne? Ja, sie wollten halt alle nicht gebissen werden, würde ich sagen. Meine liebste Mary, verzeih mir, dass ich dich verlassen musste. Es heißt, wenn das Virus dich verwandelt, dann bist du für immer verloren. Das kann nicht wahr sein. Ich weiß, dich gibt es noch da drin, unter all dem Schmerz und der Krankheit. Ich komme zu dir. Kein Weglaufen mehr. Gott. Hey, komm her. Schau dir das an. Ja, geht gleich, komm. Gibt's hier mal was? Wird hier noch Platten aufgelegt? Ja, hier ist ja nichts weiter. Dann gehen wir wieder rein. Gehen wir zu Spike hoch, würde ich sagen. Müssen wir nur noch den Eingang finden. Bzw. die Treppe nach oben. Am besten wir gehen jetzt mal ein Stückchen zurück. Wird ja hier wohl irgendwo sein. Ja, guck, da ist doch schon die Treppe. Gibt's hier noch was? Da ist irgendwas in Lila, ne? Das habe ich übersehen anscheinend. Moment. Das würde mich ja schon noch interessieren, was das ist. Ah, guck an. Leer. Oder guck nicht an. Wäre ja auch so schön gewesen. Schade. Bin jetzt vorbeigerannt? Kann sich hier doch schon ein bisschen verlaufen. Nanu! Ich hatte doch eben die Treppe nach oben. Tja, bin ich verlaufen. Ja, mal zurückgehen. Flur von oben. So, hier lang. Genau. Jetzt haben wir es wieder. Spikey, ich komme. Let's party. Hey, Spike, ich bin da. Setz dich, Kumpel. Na, gerne. Für dich. Ein Geschenk? Ein Geschenk des Himmels, um genau zu sein. Ah. Habe ich gerade gefunden. Schöner neben der Leiche des Besitzers. Dir nutzt es wahrscheinlich mehr. Hier. Ah, schöne Jolle. Das ist immer gut. Nehmen wir erstmal ein Schlückchen. Kein Aroma mehr. Ein echter Feinschmecker-Gaum, was? Trink einfach. Dürfte auch schon abgelaufen sein. Unglaublich, wie friedlich das Ende der Welt doch ist. Na, zumindest bis zur Nacht. Stimmt. Ich wünschte, Crane hätte das hier gesehen. Wer? Kennst du nicht. Nee, kenne ich wirklich nicht, aber die aussieht ist schön. Hab für dich diesen Typen gefunden. Welchen Typen? Was? Welchen Typen? Tu nicht so. Du wurdest doch Pilger, um den Dreckskerl zu suchen. Waltz, ich habe jemanden gefunden, der ihn kennt. Ach, der gute Waltz. Und das sagst du mir erst jetzt? Als ich dir das Bier gab, dachte ich, du wüsstest, dass wir was zu feiern haben. Nee. Der Typ ist in Villador. Wusste Anscheinend weiß er was über Waltz.
Billedor, dann bin ich so nah dran, hä? Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Bringst du das hier nach Gary? Liegt auf dem Weg. Die Leute dort mögen Pilger nicht, aber sie zahlen gut. Und wo mögen die Leute Pilger, Aiden? Sie haben Angst vor uns. Alle tun ihr Bestes, um zu überleben. Vielleicht. Aber sobald etwas durch die Horden von Infizierten transportiert werden muss, klopfen sie plötzlich an deine Tür. Also gut, aber du schuldest mir was. Ja, geht klar. Na, nicht nur eine Sache. Also, was ist mit dem Typen? Naja, hab per Funk mit ihm geredet. Seinen Namen hat er nicht gesagt. Sieht aus, als hätte er was zu verbergen. Siehst du die Antenne auf dem Hügel da? Damit kannst du ihn kontaktieren. Er hört den Funk auf 140,200 MHz ab. Morgens früh. Sag ihm, du meldest dich bald. Boah, sind schon ein paar Meter dahin. Was will er dafür? Hat er nicht gesagt. Klang aber nicht danach, als ob er irgendwas umsonst macht. Das macht wohl keiner. Und, was ist mit mir? Du bist ein alter Sack, der mich überall nach seiner verrückten Freundin rumfragen lässt. Hey, 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 sie ist nicht verrückt. Jane ist vielleicht ein bisschen hitzköpfig und... Sie bringt sich immer in Schwierigkeiten, aber wenn du ihre... Hey, langsam. Na gut, für solches Gerede ist es noch zu früh am Abend. Augen. Ich wollte Augen sagen. Wunderschöne, stahlgraue, riesige. Hab noch nie gehört, wie jemand so auf graue Augen abfährt. Weil du einen Scheißdreck über das Leben weißt, ganz zu schweigen von Frauen. Na, wahrscheinlich hast du recht. Ich sag's dir, irgendwann finde ich Jane. Dann suchen wir uns ein Haus. Da wohnen wir und niemand wird es uns nehmen. Und ich wandere nicht mehr rum wie ein Trottel. Ja, darauf trinke ich. Und dieser Waltz, was ist mit dem? Gehört er zur Familie? Nein, ganz und gar nicht. Und warum suchst du ihn dann? Erzählst du mir das irgendwann? Ja, irgendwann. Na gut, ich muss weiter. Wann sehen wir uns denn wieder, hä? In 2 Jahren? Vielleicht. Mach's gut, Mann. Ich hoffe, du findest diesen Waltz. Oder wen auch immer du suchst. Und denk daran, 140,200 Megahertz. Frühmorgens. Der Typ erwartet dich. Ach ja, der Spike ist schon in Ordnung. Hoffentlich werden wir die nochmal wiedersehen. Aber jetzt machen wir uns erstmal auf den Weg zum Leuchtturm, hätte ich beinahe gesagt. Zum Funkturm. Ja, schon die ganzen Zombies. Aber wir haben ja jetzt einen Baseballschläger. Ja, okay, macht einen guten Eindruck. Solider Prügel. Hier kann auch in jeder Ecke irgendwo einer stehen. An der Kondition müssen wir noch arbeiten. Schneller als der Puste, der Kleine hier. Was haben wir da? Eine schöne Hütte. Gehen wir mal schauen. Moment, mal verlaufen hier. So, hier geht's lang wohl. Nee, da bin ich doch gekommen. Hier geht's runter. Klingt nicht gut. Und da vorne haben wir doch schon den ersten. Das sehe ich ihn doch schon. Hat doch auch nicht lange auf sich warten lassen. Kamille mit. So, komm mal her, Kollege. Da ist er. Jetzt gibt es ja immer links, rechts hier. Kommst du nochmal? Jetzt aber. Oh, da fällt der nächste aus dem Fenster. Moin. Die sind Gott sei Dank ziemlich panne und nicht so sprintig. Das haben wir recht leicht im Griff.
hier. Okay. Das werden wir nicht erwähnen, das ist nur ungesund. Hast du noch irgendwas bei dir? Nee, schade. Kamille gibt es ja hier reichlich. Nehmen wir vorsichtshalber mit. Ein Hammer. Auch nicht verkehrt. Da kommt noch einer. So, den hätten wir doch. Gibt's hier was auf dem Steg? Also, dass man hier so die Bienenstöcke so anfassen kann. Interessante Geschichte. So, trauen wir uns rein? Komm, wir trauen uns rein. Ich glaube, die sind auch alle rausgekommen. Hier wird auch keiner mehr drin sein. Und Geräusche sind hier aber auch wieder... Schönes. Dosen. Stofffetzen. Ich hoffe ja, dass wir durch unseren Vorbestellerbonus auch mal ein paar schöne Waffen bekommen werden. Hätte ja auch noch nicht. Aber dazu müssen wir erstmal unser Versteck sein, sonst kommen wir da gar nicht dran. So, anzeichnen kann ich dich, aber du hast nichts für mich. Na gut, wir machen uns auf den Weg. Was haben wir eigentlich hier für ein Schild? Welcome to our lake house. Okay. Hören wir mal los. Halt, wo ist er? Ich höre ihn schon. Da kommt er. So, Moment. Komm her. Ist noch einer, oder? Ne, er macht hier die Geräusche alleine. Manchmal anders, wenn die noch mehr sind, aber anscheinend nicht. Da oben müssen wir hin. Hier ist doch noch einer, guck. Ui, ui, ui. Komm her, einer noch. Das war's für ihn. Und Kamille sollten wir auch reichlich haben. Vielleicht noch ein paar Verbände herstellen. Kann ich eigentlich durchs Wasser gehen? Ja. Also schwimmen können wir. Haben einen guten Eindruck. Können wir auch tauchen? Ja, tauchen können wir auch. Kurz mal frisch gebadet, kleine Erfrischung. Dann machen wir uns auf den Weg, ne? Ich glaube, wir müssen da hinten lang. Können wir da irgendwo hochklettern? Ich glaube, es sieht gut aus. Oh, vielleicht könnten wir hier rum und andersrum und dann hier hochklettern. Ah, so ist besser. Kleine Stufe verpasst hier. So gut aus. Sie alle hingerafft. Aber hier gibt es nichts zu holen. Machen wir uns auf den Weg. Oh oh. Da wollen wir lieber nicht wecken hier. Ah, in so einem Schlummermodus.
da lang. Da ganz ruhig, komm. So, schnell weg hier. Wo die hier noch hinterherkommen. Ah ja, kommen sie schon. Das sind aber zu viele, da wollen wir uns mal lieber nicht mit anlegen. Das haut nicht hin. Das können wir so nicht machen. Ja, wir hätten darüber gemusst, ah, leider, glaube ich. Moment. Einmal hier wieder hoch. Ja, genau. So. Und dann sollten wir sicherlich rechts an die Leiter hier. Ja, so ist es auch. Wenn wir wieder mal den Instinkt schalten, ob wir hier irgendwas finden können, was hier so rumliegt. Sehe hier. Nur Kamille, aber können wir sicherlich gebrauchen. Ja, noch ein Bienenstock. Oha. Das klappt alles so? Ja. Sah schon ziemlich wackelig aus. Sind das schon in der Park? Welcome. Tja. Auch schon bessere Zeiten erlebt. Selbe Taube nochmal. Können auch bald mal da sein, oder? So, Abfahrt. Vielleicht hier geht der Sprint nicht los. Gerne mal so ein paar Zombies. Aber das ist nur so ein kleiner Durchgang, wie das geht. Ah, da ist schon der nächste. Moin! Kommst du nochmal? Achso, ich hätte noch treten können. Aber gut, naja. Hat sich auch so erledigt. Oh, müssen wir aufpassen hier mit dem Balken. Ich drehe mich nicht um. Rüber geschwungen. Oh, Parcours-Stufenanstieg. Nett. So, weiter geht's zur Funke. Fast fertig. Es wird auch immer dunkler hier. Die Fähigkeit hätte auch nicht wieder kommen können, sonst wären wir hier gar nicht hochgekommen, glaube ich. So konnten wir mir noch gar nicht springen. Sieht bald nichts mehr, so dunkel wird's. Die Nacht bricht herein. Na, ist schon dunkel. Zeit, ein Versteck für die Nacht zu finden. Na, was Besseres werde ich nicht finden. Na, hier wäre doch schon was. Kommen wir hier rauf? Ja, das ist schon mal ganz gut. Die Sendestation sollte hier irgendwo sein. Was haben wir hier Schönes? Teile? Abgewetztes Hackmesser. Lümmel. Mal die Spuren hier. Jemand hat die bewegt. Vor kurzem. Der wurde verschoben. Aha. Okay, verstehe. Machen wir doch auch mal, hab ich so. Gut. Probieren wir's. Schwer, das Ding. Das ist sie. Die Sendestation. Ich muss den Generator anschmeißen. Nichts. Ich muss es an den Strom anschließen. Wir brauchen Strom. Hier haben wir unser Nachtquartier. Aber ohne Strom geht hier erstmal gar nichts. Werden wir uns drum kümmern. Sachen mit hier.
ich hier raus? Abgeschlossen. Und hier kann ich aus dem Fenster. Oh, ich hätte einer was sagen können. Für die Terrasse, beziehungsweise den Balkon. Oh, ganz schön schwer. Was zum... Ja, schönen Dank. Schnell jetzt, komm! Los! Wir jetzt um die Zombies kümmern müssen. Was zum Teufel ist das? Das war mein Abgang. Ich höre sie schon. Muss ja nicht. Erstmal weg, ich sehe hier überhaupt nichts. So, ein bisschen Licht. Aha, da ist einer. Komm her. Noch einer. Ich kann ja einfach nur ins Leere hauen, ich sehe mich gar nicht in der Dunkelheit. Da ist noch einer. Bleib hier. Ah, das ist wieder ein Blitztyp da. Komm her. Ich will ja noch was, komm. So. Muss nur noch der Blitztyp da sein. Lass mal einer. Komm noch einer. Was sind denn hier? Da hinten brennt er. Komm her. Ja, komm runter. Ich hol dich aus der Luft. Das reicht mir aber auch für euch. Sofort. So, komm her. Du bist anstrengend, Kollege. Aber ich krieg trotzdem. Oh, jetzt haut er ab, aber er kommt bestimmt gleich wieder. Halte dich schon im Auge. So, erstmal Arznei benutzen. Schnell einmal. Oh, gut, dass wir das hatten. Sehr, Kollege, jetzt reicht's mir aber. So, jetzt halte ich dich aber. Das war knapp. Er war schon sprintig, aber... Hätte noch nicht überleben können. So. Wobei überleben. Überleben kann man nicht reden, er war eh schon tot. Jetzt wird es aber Zeit, den Generator anzuschmeißen hier. Komm, geh auf! Ja, haben wir gleich Strom. Komm schon, spring an. Jawohl. Strom ist da. Sehr gut. Soll ein bisschen leichter haben. Jetzt ist hier auch die Tür auf. Ja, flotter Song wird hier auch noch gespielt. Ist egal. Habe ich was vergessen draußen?
Ah. Das ist nicht verkehrt. Sackmesser sollten wir vielleicht mitnehmen. So, hier oben haben wir noch Schrauben. Gut. Dann gehen wir rein. Und schlagen unser Nacktquartier auf, würde ich vorschlagen. Schrank aufmachen. Ein bisschen Reis und ein bisschen Alkohol. Ich würde vorschlagen, das Funkgerät sollen wir eh am Tag benutzen. Wir nehmen erstmal eine Mütze Schlaf. Aiden! Aiden, Baby! Hauen wir jetzt ab? Aber, jetzt? Nein, wenn wir alt und grau sind. Jetzt, Aiden! Was ist das? Wir brauchen Vorräte. Alles schon bereit. Kleiner Albtraum. Blick in die Vergangenheit. Es ist so still. Wo sind die alle? Vielleicht sind sie alle tot? Du spinnst. Gehen wir. Jetzt. Was ist das für eine Einrichtung hier? Ist das ein Arzt? Er hat zumindest einen weißen Kittel an. Alles wird gut. Würde mich wundern, wenn die hier keine Experimente machen. Sieht so ein Arzt aus. Jede Menge Kinder. Nee. Das ist maximal ein Flieger. Das wird doch nichts. Hast du 12, 3, 4, 6 dabei? Wir sollen die Patienten zurück in die Stadt bringen. Keine Sorge. Die lassen uns bald gehen. Aiden, ich habe Angst. Ich bin bei dir. Aiden, okay, bei das bin ich, als sie noch klein war. Ich weiß. Rückblick, aber wer ist sie? Meine Schwester? Wenn sie meine Schwester ist, wo ist sie heute? Tu, was ich sage! Mann, hau doch ab. Wir wollen doch nur unsere Ruhe haben. Ganz ruhig. Siehst du, Schwester? Selbst wenn sie uns trennen, finden wir so immer wieder zusammen. Haben uns aber schon gepiesackt. Ey, hau ab! Nicht ihn! Nach mir! Ungerne, Freunde. Lass das doch. Ich möchte nicht. Dr. Waltz, wir schaffen es nicht. Das Militär kann jede Sekunde hier sein. Warte. Schließ die Augen. Also Doktor, ja. Aua! Boah, das ist denn für ein Zeug? Was soll denn das? Feuer! Feuer im Labor! Ja, das habt ihr davon. Es brennt doch hier wenigstens die Hütte ab. Aber hoffentlich kommen wir hier noch alle raus. Komme! Mia! Bricht gleich alles zusammen, wir müssen raus! Boah! Was für ein Albtraum aus der Vergangenheit! Aber wir haben zumindest schon mal den nächsten Morgen. Zeit, den Typen zu kontaktieren, von dem Spike geredet hat. Ganz genau. 140,2 hat er gesagt. Hier, Aiden.
Ich bin auf Frequenz 140,200 Megahertz. Hallo? Aiden? Ja. Ich sollte mich bei dir melden. Dachte, du hättest dir es anders überlegt. Warum suchst du nach Waltz, Pilger? Um jemanden zu finden. Sie heißt Mia. Vor 15 Jahren waren wir zusammen in einem Krankenhaus und... Ich weiß, wen du suchst, Aiden. Du willst wissen, warum Waltz diese Experimente an euch allen durchgezogen hat. Warum du stärker bist, zäher als andere. Ich will nur Mia finden. Ich suche sie, seit ich vom Lager der Überlebenden aufgebrochen bin. Kannst du mir helfen oder nicht? Vielleicht kann ich das. Treffen wir uns, Pilger. Wo und wann? Am Eingang zum U-Bahn-Tunnel an der Bucht. Du kommst durch eine GRI-Luke in die Tunnel. Da treffen wir uns. Ich nehme an, du machst das nicht gratis. Ich muss die Stadt verlassen, aber alleine schaffe ich es da draußen nicht. Nimm mich mit nach New Paris, dann sind wir quitt. Auf dem Weg erzähle ich dir alles, was ich weiß. Ende. Warte! Sag mir wenigstens, ob sie noch am Leben ist. Sie ist am Leben. Ich gehe zum Treffpunkt. Bis später, Aiden. Hoffentlich können wir ihm trauen. Die Kleine hieß also Mia. Und die Experimente waren nicht zu übersehen. Okay. Machen wir uns auf den Weg. Aber das sehen wir erst in der nächsten Folge. Freunde, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, dann lasst doch gerne noch ein kostenloses Abo und ein Like da. Macht die Glocke an, um den zweiten Teil nicht mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss und schau euer Shure Talk. Bye bye.